Rückschläge. Wie gehst du mit Rückschlägen um? Ich denke, Rückschläge wird es immer geben und Druck gibt es auch. Aber ich packe das immer so an. Ich denke mir immer, dass es immer irgendwas Schlimmeres gibt im Leben als die Situation, die man selber gerade hat, ne? Und dass man sich einfach versucht, da durchzubeißen, dran zu bleiben und das zu Ende zu bringen mit 100%. Ja, es gibt immer Situationen, wo man auch dann irgendwann mal auch verzweifelt an irgendwas, aber es geht immer weiter. Fußball ist mein Hobby, mein Beruf. Das macht mir einfach riesen Spaß, Fußball zu spielen, mit dem Ball umzugehen. Und ja, da motiviere ich mich jeden Tag wieder mit. Und ne, das gehört dazu, dass man immer kleine Rückschläge oder kleine Sachen passieren, die einem nicht so gefallen. Aber darum geht es auch, ne? Dann ein ganz, ganz großer Spieler zu werden, dass man mit so Rückschlägen fertig wird. Lesen und Schreiben. Ist Lesen und Schreiben im Fußball wichtig? Ja, sehr wichtig. Ich denke, das ist in jedem Bereich sehr wichtig. Ich denke, überall im Leben und im Alltag begegnet man einer Situation oder Menschen oder wo man das einfach braucht, dass man vernünftig lesen kann, vernünftig schreiben kann und das auch für sich selber einfach ne, lernen möchte. Und ich denke, bei uns gerade auch, wenn du einen Trainer hast wie Lucien Favre, der taktisch ein sehr guter Trainer ist, da musst du es erst recht können, denke ich. Wenn wir die Aufstellung vor dem Spiel bekommen oder wenn wir die Standardsituation bekommen und wo wir einfach klare Zuordnung haben müssen und wo alles klar abgesprochen sein muss, da haben wir dann vorher kriegen wir das natürlich schriftlich, da wird alles festgehalten, ne, auf einer Flipchart und da guckt jeder drüber und da muss sich jeder dran halten. Und da ist natürlich für jeden selber, wäre es vorteilhaft, wenn jeder das lesen kann, ne, und natürlich haben wir auch ausländische Spieler, die das auch lernen müssen noch und die das auch machen und die jetzt mittlerweile alles gut verstehen. Schule. Wie hast du Schule und Sport unter einen Hut bekommen? Da hast du Schule bis teilweise 3, 4 Uhr gehabt und dann auch dann damals gab es noch Fahrdienst und dann wirst du manchmal auch gleich von der Schule abgeholt oder du fährst nach Hause, isst und dann wirst du direkt abgeholt vom kleinen Bus von Borussia. Und dann geht es auch schon zum Training. Ne? Und dann kommst du abends nach Hause, machst noch Hausaufgaben und hin und her. Und das ist schon sehr stressig gewesen, aber mir hat alles sehr viel Spaß gemacht. Auch die Schulzeit hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte tolle Freunde. Ja, oft war es schon sehr schwierig, aber ich denke, du brauchst auch zu Hause immer Papa und Mama und Brüder, die da immer schön hinterher sind und da auch ein bisschen Druck machen, dass du da beide Sachen, dass du da nichts vernachlässigst. Weil du brauchst beide Sachen und vor allem Schule ist sehr wichtig, Bildung ist wichtig und, ne, und gerade wie ihr euch dafür einsetzt, ne, fürs Leben, Lesen und Schreiben lernen, ne, das ist einfach eine wichtige Sache, eine gute Sache und da muss sich jeder einfach, ne, dran halten. Ziele. Was sind deine Pläne für die Zukunft? Ja, ich denke, ich mache mir da eigentlich nicht so viel Druck. Also klar hat man Ziele und ich möchte auf jeden Fall weiter bei Borussia spielen. Das ist mein Ziel und das möglichst erfolgreich. Und wir haben letztes Jahr Europa League gespielt und das hat einfach riesen Spaß gemacht, ne? Die ganzen Reisen und auch dreimal die Doppelbelastung, dreimal in der Woche spielen und international. Und das wäre schon auf jeden Fall das Ziel, ne? In den nächsten Jahren wieder. Für uns und für mich auch persönlich. Und auf jeden Fall für mich persönlich auf jeden Fall erstmal zu spielen, ne, mehr zu spielen, Stammspieler zu werden und ja. Entspannung. Wann, wie und wo liest du? Ja, ich lese Kickers lese ich sehr, sehr gerne. Natürlich unser Fohlenecho von Borussia, die Zeitschrift, die liest man auch immer wieder gerne. Und wo, ja. Beim Frühstück vor allem, ne, da lese ich dann immer gerne so öffentliche Zeitungen, Zeitschriften, die lese ich halt gerne. Werde Alpha, so wie ich. Informiere dich auf iChance.de. Besser lesen, besser kicken.